Die Stadt Bruck an der Mur feiert heuer 750 Jahre Stadterhebung. 860 als Ansiedlung erstmals genannt, wurde Bruck an der Mur 1263 zur Stadt erhoben. Dies wird heuer mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Eine sehenswerte Ausstellung zu diesem Thema gibt es im Stadtmuseum Bruck an der Mur zu bewundern. Wir haben ja jetzt im Museum ein paar sehr besonders schöne Urkunden aus dem Landesarchiv in Graz heraufgeholt, mit einem großen Brucker Stadtwappen und mit dem kleinen österreichischen Wappen. Und wir bekommen am 29. April eine Woche lang die Originalurkunde aus dem Jahr 1263 vom Stift Admont. Eine Ausstellung zu gestalten, die die Geschichte einer traditionsreichen Stadt wie Bruck an der Mur den Besuchern vor Augen führen soll, ist von Teamarbeit und vor allem Zeitaufwand geprägt. Ich habe das gemeinsam mit dem Baudirektor der Stadt Bruck an der Mur, Robert Bichler, gemacht und wir haben uns eigentlich jetzt ein Jahr damit beschäftigt, auch mit grundsätzlich der Stadtentwicklung und auch mit dem, womit wir uns eigentlich das ganze Jahr beschäftigen wollen, nämlich mit dem Wesen der Stadt, mit Urbanität, was ist Stadt, was macht Stadt aus. Das wird unser Jahresthema sein dieses Jahr. 750 Jahre Bruck an der Mur, eine bewegte Geschichte einer Stadt, die alle Höhen und Tiefen der Geschichte miterlebt hat. Eine sehr stolze Zahl, wir gehören damit zu den ältesten Städten in unserem Land, aber auch Österreichs. Und wenn man die Vergangenheit nicht kennt und sich um die Vergangenheit auch annimmt, die Gegenwart gestaltet, wird man auch über die Zukunft nicht drüber kommen. Das heißt, wir wollen ganz bewusst jetzt diese 750 Jahre feiern und damit auch den Brückenschlag dokumentieren zwischen dem, was unsere Stadt früher ausgemacht hat, im Lauf der Jahrhunderte passiert ist, bis zum heutigen Tag. Heute ist Bruck an der Mur eine moderne Stadt mit urbanem Charakter. Es gibt alle Möglichkeiten, die die Menschen brauchen. Von der Babybetreuung bis hin zu den Senioren ist ein soziales Netz gespannt. Wir haben alle Gesundheitseinrichtungen, sind Sitz aller Behörden, aller Ämter, haben hervorragende Industriebetriebe, Gewerbebetriebe und andere Wirtschaftsbetriebe. Wir haben Bildungsstätten für unsere Kinder und Jugendlichen. Also all das, was man sich heute von einer modernen Stadt vorstellt, gibt es bei uns. Und es geht um die Vergangenheit natürlich, um das Gedächtnis, darüber zu sprechen, was Menschen in dieser Stadt vor hunderten Jahren schon geleistet haben, aber natürlich um den Hinweis auch, was Menschen heute in dieser Stadt leisten und natürlich auch in Zukunft, so hoffe ich, leisten werden. Neben der Ausstellung im Stadtmuseum wird es am 29. April unter Beisein von Landeshauptmann Franz Voves und Bundespräsident Heinz Fischer die offizielle Festveranstaltung geben. Wir wollen hier wirklich die Stadt nochmals in einem Festakt darstellen mit höchsten Repräsentanten. Und ich würde mich freuen, wenn viele Bruckerinnen und Brucker, aber auch Gäste zu diesem Festakt am 29. April ins Kulturhaus in den Stadtsaal kommen. 750 Jahre Bruck an der Mur. Eine Ausstellung zur bewegten Geschichte der Stadt ist im Stadtmuseum von Bruck an der Mur zu sehen.